Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in Cold War ganz leicht die Werfer-Tarnung machen könnt, indem ihr Doppelabschüsse machen müsst. Wie ihr seht, habe ich die schon für beide Werfer gemacht und ich zeige euch einen Trick, wie ihr das ganz easy tut. Und zwar geht ihr hierfür erstmal in die Mehrspieler-Lobby, dann geht ihr auf schnelles Spiel und dann geht ihr oben auf Hardcore und sucht Hardcore-Konfrontation. Das sind dann nämlich 3 gegen 3 Maps, Leute, und die Maps sind ziemlich klein und dort könnt ihr richtig easy die Doppelabschüsse machen. Ich zeige euch das mal. Dies ist auch eine gute Map dafür und wie ihr seht, hat die Runde jetzt neu angefangen. Ich laufe direkt zum Gegner-Spawn. Der erste Gegner ist schon da. Kein Splitterschutz. Und der zweite Gegner ist auch da und den ersten Doppelabschuss habe ich schon mal. Wenn ihr merken solltet, dass die Gegner Splitterschutz dabei haben, dann verlasst einfach direkt die Lobby und sucht eine neue, weil dann werdet ihr einfach nur eure Zeit verschwenden und ihr werdet höchstens einen Kill machen und den zweiten werdet ihr nicht schaffen. Da ich persönlich sehr lange gebraucht habe, um die Werfer auf Gold zu machen und sehr spät auf diesen Spielmodus kam, dachte ich mir, bevor ihr auch so lange schwitzt auf diese Raketenwerfer, weil die sind echt nervig, das hat mich schon den einen oder anderen Nerv gekostet, dachte ich mir, lade ich ein Video hoch, damit ihr das einfach habt und nicht so leiden müsst wie ich. Und ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.